Hallo meine außerirdischen YouTube-Freunde da draußen und willkommen zurück zu Destroy All Humans hier auf meinem Kanal. Letztes Mal haben wir den Bürgermeister imitiert und eine amtliche Rede gehalten, die es in sich hatte. Wir machen heute direkt weiter mit Alien Pool Party. Neue Mission, anderthalb Flammen schwer. Ich weiß gar nicht, was das bedeutet, ob das Schwierigkeitsgrad ist. Zischen wir mal direkt rein. Gucken wir mal, was hier so passiert. Mit unserem Funky Monkey Skin hier. Halleluja. Außer der Spoolparty. Ich bin gespannt. Wir hatten jetzt den Bürgermeister da imitiert, um eine Rede zu halten. Dann haben wir noch die Miss Rockwell, glaube ich, entführt. Ja. Nun bin ich mal gespannt, was jetzt so auf uns zukommt. Da wären wir, Crypto, das sonnige Santa Modesta. Mach als erstes das Alphabet der Siedlung ausfindig. Vielleicht erhalten wir so einen Einblick in die wirren Sozialhierarchien der menschlichen Gesellschaft. Crypto, okay. Als erstes dann solltest du eine menschliche Gestalt annehmen. Auf dieser Mission ist es äußerst wichtig, dass du völlig unerkannt bleibst. Oh, nee. Die wahre Gestalt auf, ist die Mission gelaufen. Da ist auf jeden Fall erstmal ein so ein Nippel. Ich will aber nicht. Ich mag die Mission nicht, aber was soll man machen? War schön hier. Da sind Menschen. Okay, den machen wir erstmal vergesslich. Und dann kopieren wir ihn. So, und ich glaube, dann muss ich immer scannen. Scanne alle Menschen, die du aufspüren kannst. Sie könnten dir verraten, wo sich das Alpha-Männchen aufhält. Warum kann ich den nicht scannen? Jetzt. Was für ein toller Kerl. Er muss Poolpartys echt lieben. Okay, Poolpartys. Scan. Vielleicht habe ich bei der Poolparty heute ja mal Glück. Treffen ein paar sexy Singlefrauen. Schieb ein paar Nimmerchen. Dieser undankbare so. Bürgermeister. Scan. $500 für seine Kampagne gespendet und immer noch keine Einladung zur Poolparty am Motel erhalten. Na, ist ja eine Frechheit. Vielleicht sollte ich diese Fotos doch veröffentlichen. Hier ist ein Pool. Ist das die Party? You say Disco, I say Party. Noch ein Kommentar, der mit Süße anfängt und ich rufe meinen Anwalt an. Okay, man kann hier auf jeden Fall ziemlich viel. Komm mal hier rein? Nee. Ich bin ja hier auf Entdeckungstour. Oh, guck mal, da noch so einer. Die fallen auch. Und ich fall auf, wenn ich mich einmal zeige, aber die fallen nicht auf. Ich glaube, da ist die Poolparty. Wenn es nur eine Möglichkeit gäbe, auf elektronischem Weg das Anschauen von schmutzigen Fotografien leichter zu machen. So etwas wie ein Rechengerät mit einem Bildschirm. Ach, aber sowas wird es niemals geben. Weitergehen, hier weitergehen. Gibt's nichts zu sehen. Oh. Ich kenne Menschen bei der Poolparty. Ist das die Poolparty hier? Darf ich hier rauf? Grün heißt doch eigentlich erlaubt, oder? Ja. Oh! Bedrohung für Holobob. Majestic Aid Agenten. Oh Gott. Deutsch, komm zurück. Majestic Agenten verwenden Störsender, die Holobob-Tarnungen rasch auslaufen lassen und Cortex-Scans abblocken. Wenn Majestic Agenten von Vergessen oder Ablenkung kontrolliert werden, können sie keine Holobob-Tarnung durchschauen. EMP-Minen müssen entschärft werden, damit sie Holobob-Tarnung nicht stören. Überprüfe auf der Minimap die Wirkungsreichweite, um EMP-Minen und Agenten auszuweichen. Okay. Das ist doch so ein Ding hier. Oh nein! Unser Bürgermeister ist eine harte Nummer. Ich sollte besser mit Silhouette reden. Wir müssen vielleicht hinter seinem Rücken agieren. Was für ein toller Kerl! Das war's doch schon. Ich bin doch schon aufgeflogen. Kommunisten! Ach, verdammt, ja, ja. Jetzt haben die Menschen dich bemerkt. Komm sofort zur Mutterschutz. Ich verstehe immer nicht. Ja, Mission fehlgeschlagen. Also das mit dem Scan und wann ich was darf und was nicht, ist für mich immer noch ein Rätsel in dem Spiel. Oh, nee! Solltest du eine menschliche Gestalt annehmen. Alter Schwede. Ist es äußerst wichtig, dass du völlig
unerkannt bleibst, fliegt deine wahre Gestalt auf, ist die Mission gelaufen. Naja, dann finden wir wenigstens den noch hier. Mann, ey, ist das bescheuert. Ich scanne jetzt hier mich durch. Alle Menschen, die du aufspüren kannst, sie könnten dir verraten, wo sich das Alpha-Männchen aufhält. Vielleicht habe ich... So, machen wir mal hier ein bisschen Tempo. Er muss Poolpartys echt lieben. Das ist ja ätzend hier. Da muss ich wieder von Anfang an machen. Was der Blöde ist das? Sind die völlig bescheuert? Jetzt kriege ich wieder gleich die Anleitung. Achtung, ich meine, ich bin hier anscheinend noch im Tutorial. Schau dir nur diesen neuen Büstenhalter an. Mit dem Ding könnte ich U-Boote versenken. So. Ein soziales Ritual der Menschen abgehalten zu werden. Vielleicht kannst du sie scannen, um mehr zu erfahren. Der Bürgermeister ist mein wirklich guter Redner. Bla bla. Nur schade, dass sein Kurzzeitgedächtnis ein Ich gehe besser woanders hin, bevor der Bürgermeister noch näher kommt. Der alte Lüstling denkt, er kann einem überall hinfassen. So. Jetzt noch sie hier und dann haben wir... Party sein soll, wo ist der Bürgermeister? Im Dahin. Pool. Ich darf bloß nicht... da in den Kreis von der EMP kommen. Wo ist denn der Bürgermeister? Er da, wa? Die Jugend dieser Stadt braucht ein Ventil für ihre Frustration. Gute, saubere und absolut nicht sexuelle Unterhaltung. Endlich. Jawohl. Scan. Diese Poolparty ist genau das Richtige dafür. So, und jetzt? Dieser Bürgermeister ist eine Lachnummer, genau wie die Poolparty. Okay, mischen wir den Laden auf. Jetzt dürfen wir offiziell... Ertränke-Partygäste, okay. Ich muss nur gucken, wo war denn ARB? Die Tasten sind mir immer noch... Da! Partygäste! Plupp! 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 Hirn! Wo ist denn der letzte Atze? Da oben ist ja so ein Nippler. Ah, da. Du. Geschafft. So, grill den. Oh, das war's schon. Danke. Scheinst du die örtlichen Ordnungshüter aufgescheucht zu haben? Sei auf der Hut. Wir sind auf der Hut. Du wirst eine neue Waffe brauchen, um mit der Polizei von Sesta klarzukommen. Ich schalte dir deinen Desintegrator frei. Oh, was ist das denn? An den Bullen. Ein Desintegrator. Das hört sich very interessant an. Feuere, zerstöre Polizeiautos. RRT. Gut geschossen, cool. Ich will dein Hirn. Dein Hirn. Dein Hirn. Und dein Hirn. Und dein Hirn. Und dessen alle Hirne. Zerstöre Polizeiautos. Wo sind denn Polizeiautos? Ah, hier. Transmog? Verwandle ein markiertes Munition? Ah! Krieg Muni. Ah, gut. Gut. Gib mir Hirn. Gib mir dein Hirn. Nein, ich muss noch Polizeiautos zerstören. Gute Arbeit, Crypto. Nein! Manu! Okay, das war schon die Mission. Ich würde das Polizeiauto zwar noch zerstören, aber hey, es tut mir leid. Wahnsinn bei Motel Party. Jugendliche von Santa Modesta in Jazz-Hysterie verstrickt. Okay. Also, war jetzt noch nicht so schwer. Wir haben auf jeden Fall... Was willst du gerne verbessern, du kleines Bündel? Na, wir wollen uns verbessern. Der ist auch cool. Die Psychokinese.
Ah, nee. Cortex-Scan. Schildverstärkung wäre auch interessant, haben wir aber auch noch nicht so gebraucht. Ich glaube, ich pimpe das Ding hier erstmal wieder. Erhöht die Ladung der Zeppo-Zellen. Dauerfeuer erhöht. Den Schaden am Ziel und kann es brand setzen, erhöht die Ladung. Ladung. Zack. Nein, nicht zum Hauptmenü. Ist schon wieder eine neue Mission. Ja, ich würde sagen. Aber das ist... Ja, ist eine neue Mission, Tatsache. Denke ich, das ist jetzt die neue Mission Television of Doom. Machen wir das noch? Oder... Ja, warum nicht? Zwischen wir die Mission auch noch rein. Wenn die immer so relativ fix gehen, dann kann ich auch zwei machen. Schauen wir mal, dass wir hier auch ordentlich vorankommen, ne? Leute. Soll ja nicht so langweilig werden und so kurzweilig vor allen Dingen. Ihr wollt ja beschäftigt werden hier. Finde ich auch in Ordnung. Dafür mache ich das Ganze ja. Und ich hoffe, ihr bleibt natürlich auch deswegen hier dran. Und lasst mir auch gerne ein Like da, wenn ihr Lust habt. So hart scheinen die gar nicht zu sein. Der Schein kann trügen. Diese urbanen Menschen sind gerissener, entschlossener. Zäher. Schwerer zu täuschen. Halte die Augen offen und sei auf der Hut. Moment, nicht hier. Komm mit. Bleib auf dieser Frequenz. Schieß los. Freigabe für Phase 1. Ist unser Mann im Sender? Wartet nur auf das Kommando. Und das Band? Im Aktenkoffer. Schon zurückgespult. Unterschwellige Fernsehbotschaften. Was bringt Majestic als nächstes? Keine Ahnung. Du weißt, was eine rhetorische Frage ist? Kein Schimmer. Na los. Wieder diese Anzugträger. Was ist ein Majestic? Ich bin mir nicht sicher, aber es bringt mich auf eine Idee, Crypto. Warte, ich brauche was zum Schreiben. Wenn unser Plan aufgehen soll, wird einfaches Gedankenlesen nicht ausreichen. Wir müssen die Menschen kontrollieren, damit wir ihre Hirnstämme leichter ernten können. Also quasi mehr Hirnarbeit. Klingt verlockend. Wie stellen wir das an? Ich glaube, deine dunkelgewandeten Freunde haben uns einen Hinweis gegeben. So, zerstöre den Wagen. Bleib an der schwarzen Limousine dran. Du wirst dich doch nicht von einem Fahrzeug abhängen lassen. Zerstöre das Auto mit Sprengstoff. Kommunisten. Bewege mich rasch mit B. Ah. Die Männer in Schwarz flüchten. Nein, sie flüchten nicht. Kann ich nicht mal den anderen, die andere Knarre haben? Zweifelsfall zum Fernsehsender und schneide ihnen den Weg ab. Ich treffe euch noch. Jetzt treffe ich sie. Jetzt haben wir sie. Vergiss die schwarze Limousine. Halte die Männer in Schwarz auf. Er kam aus dem All. Endstation. Ich will dein Gehirn. Welche Unterlagen? Crypto, das sieht teuflisch aus. Der Aktenkoffer enthält eine Rolle Magnetband und Anweisungen für ein Experiment zur menschlichen Gedankenkontrolle. Es scheint, als würde im Fernsehsender ein menschlicher Wissenschaftler auf diese Anweisungen warten. Er ist Experte okay. Für das menschliche Gehirn. Sein Name ist Schläfriger Ernst. Der Schläfrige Ernst. Ich will, dass du in diesen Fernsehsender gehst und den Schläfrigen Ernst scannst. Na dann. Geh zum Fernsehsender. Wir machen das hier in der guten alten Wir-Hauen-Druff-Manier, würde ich sagen. Zack. Gehen wir erstmal hier hoch. Wir werden zwar noch gesucht, aber... Ha! Wir sind drauf! Ungeplant, geplant.
Das soll unser Mann sein? Er schläft. Okay, die suchen uns hier. Okay. Ich soll den scannen? Ich bin ja schon da. Scanne ich ihn halt. Aber... Oh! Du solltest den Schläfer Plop. Im Ernst scannen! Hoppala! Schlechtige Mutation! Nicht töten! Bäum! Wenn ich jetzt nochmal alles machen muss, dann... LOL! Seit wann kommt denn bei Mission fehlgeschlagen ein Zeitungsartikel? Aha! Sehr gut. Gescannt. Feste Beweise dafür, dass der menschliche Geist durch Fernsehpropaganda kontrolliert werden kann. Und dann starte ich meinen eigenen Sender. Wo zur Hölle sind diese Majestic-Agenten? Amerika wird sich nicht von alleine eine Gehirnwäsche verpassen. Wir dürfen nicht zulassen, dass die Menschheit zum Versuchskaninchen des schläfrigen Ernst wird. Sie sollte unser Versuchskaninchen sein. Vernichte den schläfrigen Ernst, Krypto. Verpasst. Okay. Ist der schläfrige Ernst damit automatisch tot? Oder kann ich den jetzt noch gleich einpacken? Crypto, Majestic will Signale zur Datenkontrolle verbreiten, um ihre eigene Spezies zu kontrollieren. Dafür übertragen sie Signale aus diesem Sender. Ah, wir müssen eher in die Richtung. Sehr gut. Die menschliche Bevölkerung paranoid und aggressiv machen. Also noch paranoider und aggressiver, als sie ohnehin schon ist. Ich schlage vor, wir manövrieren Majestic in ihrem eigenen fiesen Spielchen ins Aus. Wir werden unsere eigene Sondersendung ausstrahlen. Eine Gedankenkontrollübertragung vom Mutterschiff. Mit ein paar einfachen Handgriffen sollten sich die Antennen auf dem Dach Furonen-kompatibel einstellen lassen. So. Ich bin sicher, du kriegst das hin. Oh. Oh, das war knapp. Hier ist gleich Zündungsalarm. Ich will seine Verkleidung haben. Ach so, ich muss zu den... Okay, ist nicht so schlimm. Ich glaube, wir müssen eh in eine falsche andere Richtung. Fällt mir gerade auf. Ich denke, wir müssen nämlich... Ja, da hinten hin. War eine ganz falsche Richtung. So, jetzt sind wir aber da. Also, Crypto, folgender Plan. Okay. Wir nutzen dieses Fernsehzeug einfach selber, um die Menschheit dem unbezwingbaren Willen des Furonen-Imperiums zu unterwerfen. Ja, dies ist eine gute Idee. Was muss ich dafür machen, mein Meister? Wenn du die Antennen in Richtung des Mutterschiffs ausrichten kannst, können sie meine Übertragung zur Furonen-Gedankenkontrolle perfekt empfangen. Das wäre die gute Nachricht. Also, zwei Minuten. Aus ausgesprochen komplexen und ziemlich technischen Gründen hast du nur ein paar Minuten dafür. Wenn du die Antenne nicht ausrichten kannst, werden echt schlimme Dinge passieren. Reden wir nicht weiter darüber. Und jetzt leg los und mach ein paar Knoten in die Antenne. Wie kann ich jetzt da was mitmachen? Verbiegen. Kann ich nicht einfach mal in Ruhe die Nachrichten schauen? Ich glaube, ich muss, ja, auf Tempo machen. Oh, das sind ganz schön viele, ne? Das sind, ganz schön viele. Und ich will dazu den Boden nicht berühren. Ich bin ja so ein Mensch, der immer alle Bonusziele hier mitnimmt. Na gut, dann ab nach hier rüber. Ganz unauffällig. Ich weiß, da steht so ein komischer Nippler. Aber ich möchte das jetzt hier erledigen. Verdammte Antenne. Wie soll ich jetzt hier? Alter, sind es viele. Quatscht mich doch nicht alle zu. Unter $93 und 49 Cent liegt.
Hauptsache, alle quatschen gleichzeitig. Nein, falsch. Ich möchte die Antenne hier nippeln. Schnell, 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 schnell. Eine Minute, aber sollte ich schaffen. So, Hauptsache... Oh, oh. Oh, oh. Ja, 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 ja. Okay. Nicht einfach mal in so. Ruhe die Nachrichten schauen. Ach, da ist noch einer. Ja, Hauptsache, wir rufen hier die schlimmste Stufe hervor. Ich biete doch nur Antennen um. So, ja, nicht so schlimm. Finde ich. Aber ist natürlich Katastrophe. Wir kriegen jetzt ganz viel Gehirne. Erfolgreich. Oh, das ist so aufregend. Okay, ich erhöhe die Leistung. Moment, Crypto! Das Signal ist zu stark. Menschen sind schwach. Ihre Gehirne vertragen so eine Amplitude nicht. Beeil dich, Crypto. Du musst die Antennen biegen, bevor sie... Oh, nee. Oh, das tut sicher weh. Uah. Ekelhaft. Plop, plop. Plop. Crypto? Crypto! Wo bist du hin? Ich glaube, da ist was schiefgelaufen. Zeit für einen Snack. Okay. Geht's noch weiter hier? Nee. Mission erfolgreich. Also 10 Minuten für eine Mission. Fast die Bonusmission nicht geschafft. Ungewöhnliche Blitze schlagen einen ganzen Block ein. 12 Tote. Örtlicher Elektriker wird sich wegen fehlerhafter verlegten Kabel vor Gericht verantworten müssen. Sehr gut. Immer auf das falsche Mensch gern. So. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Wir sind wieder ein bisschen weiter, ein bisschen schlauer. Wir haben eine neue Mission hier. Die machen wir aber in der nächsten Folge. Und bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall einen schönen Tag, schönen Abend, je nachdem, wann ihr es gesehen habt. Ich hoffe, ihr seid wieder morgen in dem nächsten Video dabei mit mir. Und ich danke euch fürs Zuschauen. Ich bin raus, verabschiede mich. Auf Wiedersehen. Bye, bye und Tschüssikowski.